Wir wünschen euch einen schönen vierten Advent. Und zu viert sind wir auch in dem neuen Time-Tracky, was wir euch gleich zeigen. Ja, 2001 ist nämlich unser zweiter Sohn geboren. Und 2002 sind wir dann in die Bretagne gefahren. Ja, und eigentlich sind wir sogar zu fünft in der Bretagne. Ja, richtig. Weil unser Patenonkel und guter Freund ist auch wieder dabei. Ja, da wir so als Familie natürlich am besten auf einem Campingplatz untergebracht sind, wird es keine große Rundreise mehr geben, sondern mehrere kleine Touren und ganz viel Strand, Spiel- und Spaßurlaub. Und das Ganze wieder mit der Technik von 2002. Ja, dann wünschen wir euch mal viel Spaß. Ja, viel Spaß. Wir sind Melanie und Uwe und am liebsten auf Reisen. Aber da wir momentan unseren Van ausbauen und nicht auf Reisen sind, zeigen wir vorerst Ausflüge, Zeitreisen und Wanderungen aus der schönen Natur. Jetzt geht's los! Nachdem wir in der Nähe von Founon an der Küste unser Lager auf dem Campingplatz eingerichtet hatten, ging es schon bald auf die erste Tour nach Saint-Malo. Saint-Malo hat den Charme einer alten Piratenstadt. Dies spiegelt sich nicht nur in den alten Kneipen und Schiffen wider, sondern man begegnet auch mal dem ein oder anderen Piraten. Der Campingplatz war für die Jungs echt toll, denn es gab Kletterbäume. Und einen direkten Zugang zum Strand. Ein weiterer Ausflug ging nach Guilvinec, wo wir den Hafen besichtigen. Hier schauen wir den Fischern beim Entladen der Boote zu und verfolgen den Fang bis zur Versteigerung. Seu chronometro interno.
Der Leuchtturm aus dem 19. Jahrhundert heißt Fardeckmühl und zählt zu den größten der Welt. Es geht 307 Stufen hoch bzw. runter. In Quimper sehen wir Mini-Pferde und besichtigen die Kathedrale. Die Kinder interessieren sich aber mehr für das Karussell. Was natürlich nicht fehlen darf, sind die Hünengräber und die vielen Hinkelsteine. Da hat Obelix aber ganz schön viel Arbeit gehabt. Wir ließen den Urlaub locker ausklingen mit Spiel, Spaß und Spül. Wir hoffen, dass euch auch dieses Time-Tracking wieder gut gefallen hat. Ja, wenn das so ist, dann könnt ihr das gerne mal mit einem Abo zeigen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr die Glocke betätigt, dann werdet ihr immer erinnert. Freuen wir uns immer über einen Daumen nach oben und einen Kommentar von euch. Bleibt nur noch zu sagen, Frohe Weihnachten! Wir wünschen euch ein paar besinnliche Tage, aber vor allen Dingen auch ein paar fröhliche. Und zu guter Letzt, am allerwichtigsten, bleibt bitte alle gesund. In diesem Sinne, tschüss!